Welches ist das beste Angelgebiet? Diese Frage haben sich bestimmt schon viele gestellt und heute werden wir sie ein für alle Mal beantworten. Wir werden in jedem Angelgebiet, was es gibt, also in jeder verschiedenen Art von Seefischen, und das hier wird die erste sein, Overfished Area. So, bevor dieses Video startet, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt. Join auch gerne meinem Discord, Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Schauen, ob wir hier überhaupt das fangen oder nur Stiefel und Shopping-Trolleys. Ich bin gerade ins Fischerboot gestiegen. Okay, du angst das erste in Shallow Sea. Und bevor du abgibst, musst du quasi sehen, wie viel Geld du auf deinem Konto hast und danach und dann kannst du ausrechnen, wie viel Gewinn du gemacht hast. Artefakte zählen auch dazu und die werden einfach als 0 Euro gewertet werden, weil klar sind die am Anfang sinnvoll, aber wenn man sie einmal abgegeben hat, dann hat man sie abgegeben und sie bringen einem nichts mehr. Und Nummer 10, noch ein Seeigel. Okay, schauen wir unsere Ausbeute an. Zwei Stiefel, drei Seeigel, ein Seegras. Ich habe 4 Seeigel. Warte mal, sind es überhaupt schon 10? Okay, und den Spaß werden wir jetzt abgeben, beziehungsweise die 4 Fische, die hier rausgekommen sind. Jetzt habe ich 587. Das waren 10. Jetzt Wo noch die fischst du? 2. Was? Wo fischst du gerade? Ich habe gerade in der Overfish Area gefischt. Okay, merken wir uns. Ich schreibe es in ein Word-Dokument. Overfished Area 18. Fahren raus zu den Docks. Die gibt es nämlich auch noch. Okay, wir sind hier bei den Docks. Erster Fisch. Oha, ein Swordfish, ein ethischen. Yo, du bist immer noch in Shallow Sea. Ja. A Starfish, also basically ein Seestern, not bad. Eine Makrele oder sowas. Honestly, Docks sind nicht too bad. Oder wie viele Seeigel hast du gefangen? 4. Das ist ein bisschen scary, dass in flachem Wasser so viele Seeigel. Ein Shopping-Trolley, okay. Gerade wo ich es gelobt habe, die Docks, kommen danach nur noch zwei, also ein Wurm und ein Shopping-Trolley. 605. Okay, 15 vom Seestern, not bad. Zwei Heringe. Wir sind bei 15. Jetzt sind wir bei 25. Jetzt sind wir bei 36. Die Garnele oder was es ist. Und den anderen Fisch. Okay, 46. Docks 46. Okay, und jetzt auf zur Deep Sea. Okay, Deep Sea. Schwaupikels! Dolo, Dolo, Dolo ist gemacht. Schwaupikels hier. Okay. Ich hier vor Coral Reef. Und das Coral Reef ist. Ja, doch, das Coral Reef ist Coral Reef. Das heißt, du kannst ja Tropical machen. Ja, obwohl ich jetzt gerade erstmal Deep Sea hier mache. Jupp, dann fahre ich jetzt weiter, wenn ich mein Boot frei bekommen habe zu Shallow Sea. Okay, Hier zu Tropical. Sardine. Man kann übrigens auch Goldmünzen fangen. Und sowas, die man beim Schatz. Goldbarren. Goldbarren. Die man beim Schatzbrei abgeben kann. Flying Fish, let's go. Aber ich glaube, die waren nicht so wertvoll. Never mind. Ein Artefakt, das ich schon habe. Schlecht. Warte, zählen wir nochmal durch. 4, 6. Okay, passt. Okay. Erstmal die zwei Flying Fish. Nur 7. Okay, wir sind jetzt bei 14. 26. Und die letzten zwei. Deep Sea 50, Shallow Sea liegt vorne. Obwohl ich aus Erfahrung spreche, dass man in Deep Sea auch noch den einen oder anderen Ja, war halt gut. fetteren Fisch fangen kann, ja. Okay, ich komme zu dir. Du bist gerade in der Tropical Sea. Nee, ich fahre gerade in Richtung Dings. Tropical Sea ist einfach unter Coral Reef. Okay, in welche Richtung fährst du? Coral Reef. Okay, dann mache ich dann die Tropical Sea. Ja. Wobei eigentlich will ich die machen. Du kannst dann ja dich machen. Mach ich Coral Reef. Okay, dann fahren wir mal Richtung Coral Reef. Coral Reef, fangen wir an zu angeln. Bra! Und es war nur eine Koralle. Ah, ich habe 5 Fische gefangen, also 5 Dinge. Und nur einer davon ist ein Fisch und der ist wahrscheinlich auch nur so 6 wert oder so. Zwei, Green drei, Seahorse. Die vier, fünf, spreche ich aus sechs, Erfahrung, sind auch nicht so wertvoll. Ich habe 7 Seaweed und 3 Fische. Das ist schön, ich habe 3. 7 Seegras. Ich hab. Ich fahr mal zu dir rüber, damit du das sehen kannst. Will ich gar nicht. Ich habe auch noch drei Seegras anzubieten. Bin ich schon bei 9. 44! Für 3 Fische ist 44 gar nicht mal so schlecht. Wenn man dann mal Fische fängt, dann klatscht die Kabel. Ja, diese Sandfische sind schon gut. Okay, das bringt sie also auf Platz 3. Okay, kommen wir zum Abgeben.
7 bringt der Parrotfish. Das sind 12. Ja, okay. Oh, ne, so. Mach 24 draus und das war's. Ja, so, das war's dann auch mit dem Video. Wenn euch dann mein Content gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut meinem Discord, Link in der Beschreibung. Und tschüss.